Auf jeden Fall komme ich wieder. Ich hole nur noch meinen Loot ab. Der Typ dort. So. Ups. Oh. Oh, er lebt noch. Das ist doch gut. Da hinten ist noch etwas Loot, das ich haben will. Natürlich. Nein, 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 nein. Das ist kein Herumtreiber, bin nur ich. Keine Sorge, kein Herumtreiber. Oh, Luca Bani. Das hat niemand gehört. Das ist nur das hier. Ich glaube, mehr findet man hier nicht. Der Meinung bin ich. Und dann... Okay. Probieren wir es nochmal. So, zack. Wir gehen oben raus. Da, wo wir nicht hergekommen sind. Auf jeden Fall verlassen. Was stand da? Ich kann Granaten kochen. Interessant. Oh. Auch sehr interessant. Hier war ich noch nicht. Ach, komm jetzt. So schlecht war ich doch auch nicht. Mal schauen, was hier so ist. Oha. Komme ich wohl nicht hin. Alles klar. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? In der Tat, das... Okay. Ich will den Lautsprecher kaputt machen.
Oh je. Fuck. Ich glaube, das war nicht sehr gut. Wir warten einen kurzen Moment. Und wurden nicht gesehen. Oh. Ach was. Da oben irgendwo. Genial. Ja, komm du hier erstmal rein, ne? Du Loshimushi, du. Muss mich erstmal sehen. Ja, was will der Kleine machen? Was will er denn? Er kann ja nichts machen. Ich würde dich gerne erschießen. Weißt du was? Einmal machen wir das gleich. Einmal. Ich speichere hier. Wir nehmen unsere Bolzen. Ich speichere nochmal. Und sobald er sich umdreht. Ui, das geht ja heftig. Moment, jemand ist tot. Nein, nein, nein. Ich habe ja gar nichts mehr gesehen. Gut, dann machen wir das mal anders. Wir haben ja mal hier ein paar Granaten. Ja, toll, so spannend war das ja jetzt auch nicht. Volltreffer. Genial. Und weg ist er. Alter, da ist ein Kopf. Genial. F9. Genial. So. Was gibt es hier? Eine wunderschöne Rune. Huch. Schlüssel zum Besprechungszimmer. Ja. Gucken wir mal Kräfte. Ich hätte das doch schon mal ganz gerne. Das mit den Ratten. Einfach mal nur so zum Spaß. Nur zum Spaß. Denn irgendwie macht's ja schon Bock.
So, mal gucken. Oh, das hat ja nichts gemacht. Finde ich aber nicht toll. Ne? Guck mal dem mal ein bisschen zu. Aha. Jemand ist verletzt. Das Öl muss aufgebraucht sein. Ich weiß, dass du hier... Schaltet den Alarm ein! Ja, wohl nicht. Ja. Du wagst es. Keine Sorge, ich finde, mach dich fertig. Ja, macht mich fertig, na los. Wunderschön. Na los, esst auf, meine Lieben. Esst auf. Hier habt ihr auch noch etwas übrig gelassen. Und weg ist er. Na los, noch eine Runde. Was gibt es? Mich gibt es. Na los, lass dich drehen. Was ist passiert? Was hat das zu bedeuten? Und noch eine Runde. Was geschieht hier? Was geschieht hier? Yeah. Na los, ich möchte noch mal. Hallo. Was gibt es? Hilf mir doch mal! Kommt da noch einer? Nee, warum nicht? Noch mal. Hallo, noch mal. Ich will noch mal! Noch mal! Schade. Ja. So, wir hauen nun ab. Lassen all das hinter uns. Ich warte noch kurz. So.
Das wäre schon witzig. Da war nichts, mein Lieber. Hier ist nie etwas gewesen. Ist hier noch was zum Blumen? Nichts? Da siehst du hier jemanden. Ich nicht. Spast. Oh, das wusste ich nicht. Was war das? Nichts. Nichts, mein Lieber. So, haben wir hier alles? Scheint so, ja. Da liegen die Bäuse noch rum. Alles klar, meine Lieben. So. Da habe ich was gesehen. Da habe ich noch was gesehen. Ein Schlüssel, so wie es ausscheint. Aussieht. Ja, aber wie komme ich da dran? Wie komme ich da unten dran? Das würde ich schon gerne noch wissen. Komisch. Naja, spielt ja keine Rolle. Oh. Nun gut, wir hauen ab. Hallo Samuel. Ist alles vollbracht? Sollen wir zurück zum Houndpits Pub? Bitte. Ja, Samuel. Die Zeit des Lord Regenten ist abgelaufen. Vielen Dank, Corvo. Dann wollen wir mal. Runen gefunden. Yeah. 4 von 4, Knochenartefakte gefunden, Outsiderscheine gefunden, 1 von 1, Sokolov gefunden, also Gemälde. Oha, Münzen gefunden, 2000 von 2175, gar nicht schlecht. Oha, hab mir noch nie geschafft. Geil. Geist nicht entdeckt worden, niemanden getötet. Den Foltermeister des Lordregenten bezwungen. Die Korruption des Lordregenten öffentlich gemacht. Geil. Ziemlich geile Runde. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Der Lord Regent ist besiegt. Die Herrschaft von Emily Caldwin sichergestellt. Jetzt musst du nur noch dafür sorgen, dass sie sicher zum Dunwall Tower gebracht wird, wo sie ihren Platz als rechtmäßige Thronfolgerin einnehmen wird. Ist das nicht schön? Am Vorabend der Krönung? Große Veränderungen machen mir ehrlich gesagt Sorgen. Kleine Leute wie ich haben es immer am schwersten. Aber diesmal ist es anders. Der Lord Regent ist Geschichte, der Orden hat einen neuen Oberaufseher. Unser Werk ist fast vollendet. Die anderen sind in der Bar. Vermutlich wollen sie ein Glas auf sie erheben. Ich werde draußen bleiben, wenn sie erlauben. Nachdenken, solange wir die Zeit haben. Natürlich. Mein Glückwunsch, Corvo. Aber ich werde noch nicht dorthin gehen. Wie jeder weiß, das mache ich nie direkt.
Piero. Piero. Schon wieder so ein scheiß Flusskrieche. Alles klar. Hab ich da jetzt rein? Ja. Ich spreche gern mit Ihnen. Ich vermute, es ist mein Charme, der mich am Leben hält. Wie soll ich denn da rankommen? Danke. Ja, genau, dein Charme. Vielleicht dein Charmehaar. Aber mehr auch nicht. Nee, war natürlich nur Spaß. Oh, das brauchst du ja nicht mehr. Wie komme ich da rein? Ah, da hinten. Verschlossen. Ich würde gerne wissen, was passiert, wenn ich das hier drehe. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich habe auf jeden Fall gerade bei der Bootstour etwas gesehen. Oh. Schön. Und zwar Huch. Hallo. Lag hier noch etwas? Ach toll, ich hab gedacht, es wäre was Nützlicheres. Aber gut, man will sich ja nicht beschweren. Tut es aber dennoch immer wieder. So ist es Menschen Natur. Man hat alles und beschwert sich dennoch. Ich denke, das kann jeder bestätigen. Wer ist denn da? Ach, alle sind da. Och, Leute. Corvo, jeder sagt, du hast was Gutes getan. Aber ich will looten. Looten. Loot? Die Feier beginnt. Unglaublich, er hat es geschafft. Es verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Die Tyrannei ist vorbei. Morgen um diese Zeit wird Emily auf dem Thron sitzen. Danach waschen wir ihren Namen rein und setzen alles daran, die Stadt wieder aufzubauen. Ich wünschte, es gäbe eine richtige Stadt zu regieren. Der Großteil von Dunwall sind Ratten und Leichen. Der Admiral hat recht. Corvo, Sie haben gute Arbeit gemacht. Wir haben untätig zugesehen. Unsere Arbeit beginnt morgen. Ruhen Sie sich heute Abend aus. Morgen krönen wir eine Kaiserin. Auf Corvo, den Mann, der den Lauf der Geschichte verändert hat. Auf Emily Caldwin und den neuen Morgen, der für Dunwall und das Kaiserreich anbricht. Auf dein Plastikbier, dass es dir gut den Hals hinunterrutscht. Sie braucht höhere Mathematik, Hofprotokoll und natürlich Kosmologie. Können Sie ihr das lehren? Natürlich nicht, nein. Hallo, ich sollte eine zentrale Rolle spielen. Sie vertraut mir. Stimmt, das tut sie. Aber sie sollte uns allen vertrauen. Vertrauen Sie mir denn, Callista? Nein. Die Stadtwache ist völlig korrupt. Zeit für etwas Marinedisziplin. Was ist los? Ich fühle mich komisch. All das Feiern, ich fühle mich wieder wie 17. Ich fühle mich sehr komisch. Piero. Soll ich etwas für Sie zusammenbauen? Bitte. Exklusiv, Explosivgeschosse. Die sind natürlich auch exklusiv, aber das ist ein anderes Thema. Bam, Verbesserungen. Ja, bitte. Auch wenn wir sie nicht brauchen. Explosivgeschoss. Ja, warum nicht? Wird bestimmt mal witzig sein, die zwischendrin auszuprobieren. Brandbolzen auch.
Armbrustbolzen. Kabelwerkzeug, ja. Ja. Braucht's das? Nee. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Ja, das werde ich wahrscheinlich auch finden. Habe ich noch genug. Ja, nice. So. Alles ist so schwammig. Wir brechen morgen auf, oder? Ich weiß nicht, ob ich zurück will. Ich kann doch von überall regieren. Vielleicht von einem Schiff. Bestimmt. Emily ist etwas Besonderes. Sie hat von uns allen gelernt, besonders von Ihnen. Sie vertraut Ihnen voll und ganz. Oh mein Kopf. Er fühlt sich schwer und träge an. Was ist hier los? Ich sehe da hinten noch etwas. In einem anderen Raum. Ein Apfel. Oh, war der lecker. Und noch etwas, das Geld bringt. Das erfreut mich. Ich finde es vor allem sehr witzig. Wahrscheinlich verstecken die anderen das voreinander und ich grabbel hier einfach alles weg. Einfach schön. Geil. Aber geil. Ich würde sagen. Oh, was ist los mit mir? Oh, ich kann nicht. Oh. Samuel, Sie wirken, als hätten Sie getrunken. Hat das Gift gewirkt? Ist er tot? Es sollte gewirkt haben. Hat mich ein Vermögen gekostet. Jawohl, Sir. Ich glaube, Corvo ist von uns gegangen. Ganz wie gewünscht. Sehr gute Arbeit. Wir brauchen den Körper nicht vergessen. Wenn wir mit der Leiche des Attentäters erscheinen, werden wir gefeiert. Gefeiert wie Helden. Ja, das verleiht uns die Berechtigung. Wir werden diejenigen sein, die den Lord Regenten gestürzt und seine Attentäter getötet haben. Sie achten auf die Leiche, Samuel. Ja, Sir. Es tut mir schrecklich leid, Corvo. Aber ich gab Ihnen nur die halbe Dosis. Sie haben mich überwacht, das war alles, was mir einfiel. Ich denke, Sie sind stark genug, um es zu überleben. Ich werde Sie auf ein Rettungsboot bringen und abhauen, bevor Sie erfahren, dass ich mich Ihnen widersetzt habe. Falsche Schlangen. Nach Erfüllung meiner Aufgabe hätten Sie mit mir das Gleiche gemacht. Ich hoffe, Sie wachen auf und finden einen Weg aus dieser verfluchten Stadt. Verlassen. Von Havelock, Martin und Pendleton betrogen, wurdest du nur in letzten Moment vom Schiffer Samuel gerettet. Er ließ dich in einem verfallenen Bezirk Dunwalls zurück. Zum Glück. Überschwemmter Bezirk. Was ist der los? Der Kaiserin, als sie starb. Vergiftet. Tyvianisches Zeug. Das Werk eines Anfängers. Er überlebt. Bald entscheidet. Wo bringen Sie mich hin? Sagen Sie es mir. Wo bin ich? Was ist das für ein Ort?
dort. Mein Wissen ist groß, Leibwächter. Ich erkenne das Zeichen auf ihrer Hand. Ein Geschenk von ihrem Freund, der im Dunkeln zu ihnen spricht. Der spricht, wenn sie seine Schreine besuchen. Auch ich habe diese Schreine besucht. Ich weiß, wie es sich anfühlte, eine Klinge in die Kaiserin zu stechen. Aber sie kenne ich nicht. Wer sie sind und für wen sie kämpfen. Sie sind ein Rätsel. Das erlaube ich nicht. Nein! Du Bastard. Oh. Ich bin wieder hier. Hier bist du nun endlich, in einer untergehenden Welt. Ein Gefangener des Mannes, der deine Kaiserin getötet hat, des Attentäters Daud. Deine Freunde vergifteten dich und warfen deinen Körper in den Fluss. Haben sie es getan, um sich zu schützen, damit niemand erfährt, was sie getan haben? Oder war es, weil sie nur einen Schritt davon entfernt waren, ein Kaiserreich zu kontrollieren, wissend, dass du sie nie Emily manipulieren ließest? Vielleicht keins von beiden. Vielleicht liegt es einfach in der menschlichen Natur. Mein Schädel. Nach der Flut. Aber das, meine lieben Freunde, erfahren wir erst in einer anderen Folge von Dishonored. Wie wir hier rauskommen, was wir nun machen werden in dieser hilflosen Zeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bis jetzt. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Und ich hoffe, ihr könntet mir vielleicht ein Like unter dieses Video geben. Das wäre super. Naja, es hat mir Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Und ich würde sagen, auf dann. Bis Wiedersehen. Ciao.